Guten Morgen zusammen. Und schon wieder haben wir Freitag. So schnell geht immer eine Woche rum. Der 22. Januar. Heute möchte ich mit euch über die richtige Zahnpflege sprechen. Die Zähne putzt du am besten mit der sogenannten Kai-Methode. K-A-I. Die drei Buchstaben stehen für Kaufläche, Außenfläche und Innenfläche des Zahnes. Ich zeige euch das nochmal hier an dem Gebiss. Die Kauflächen die Außenflächen, die Innenflächen des Zahnes findest du hier. Da ist es auch ganz wichtig, dass man nicht vergisst, hier zu putzen. Wir beginnen mit der Kauffläche. Du nimmst deine Zahnbürste, tust deine Zahncreme drauf. Ich mache das jetzt lieber ohne. Und dann fängst du an, die Kauflächen so zu putzen mit Auf- und Abbewegungen. Und das machst du überall. Erst im Oberkiefer und dann natürlich im Unterkiefer mit Auf- und Abbewegungen. Diese Auf- und Abbewegung könnte man so darstellen. Mit einem Pfeil, der einmal nach oben geht und einmal nach unten. Wenn du die Außenflächen putzen möchtest, schließt du deinen Mund und gehst mit deiner Zahnbürste ganz hinten zu den hintersten Backenzähnen und gehst in kreisenden Bewegungen von hinten nach vorn. Das machst du dann auch auf der anderen Seite, von hinten nach vorn in kreisenden Bewegungen. Wenn du oben fertig bist, machst du das unten. Von beiden Seiten natürlich. Und auch vorne nochmal gründlich. Die Putzbewegung könnte man so darstellen. Wie so eine Spirale. Bei den Zahninnenflächen musst du deinen Mund öffnen und dann mit der Zahnbürste so hineingehen. So hineingehen und dann von rot nach weiß wegstreichen. Einmal rundherum im Oberkiefer. Und im Unterkiefer. Die Putzbewegung erinnert an eine Zickzacklinie. Was ihr sonst noch bei der Zahnpflege beachten könnt, erzähle ich euch jetzt. Um deine Zähne zu putzen, brauchst du natürlich eine Zahnbürste, eine Zahnpasta, am besten eine Kinderzahnpasta mit Fluorid und vielleicht auch einen Zahnbecher mit Wasser zum Umspülen. Eine kleine Zahnputzsanduhr kann dir helfen, die Zeit im Blick zu halten. Du solltest dir nämlich 3 Minuten die Zähne putzen. Oder du nimmst dir so ein Kurzzeitmesser. Hier siehst du noch weitere Möglichkeiten, wie du deine Zähne gründlich reinigen kannst. Entweder so ein kleines Bürstchen, damit kannst du richtig in die Zahnzwischenräume gehen, oder Zahnseide. Das geht so, da reißt man einfach so ein Stück von ab und dann geht man mit der Zahnseide so zwischen die Zähne und reinigt die Zahnzwischenräume. Das gibt es auch speziell für Kinder.
Wenn du so etwas benutzen möchtest, frag so am besten Mama und Papa, die können dir dabei helfen. Schauen wir uns mal das heutige Arbeitsblatt an. So putzt du deine Zähne richtig. Es geht hier auch wieder um die Kai-Methode. Also Kaufläche, Außenfläche, Innenfläche. Hier siehst du einmal den Zahn und hier ein Pfeil. Das ist das Symbol für die Bewegungsrichtung, also für die Bewegung, die du mit der Zahnbürste machst. Du hast hier ein zweites Blatt. Diese Kästchen musst du ausschneiden und in die Kästchen von dem ersten Blatt reinkleben. Schauen wir uns die Bilder noch einmal an. Was sehen wir hier? Hier putzt die Zahnbürste die Außenfläche der Zähne. Hier putzt die Zahnbürste die Kaufläche. Hier putzt die Zahnbürste die Innenfläche. Denk nochmal hier an die Bewegungsrichtung. Dieser Pfeil geht hoch und runter. Bei welcher Putztechnik gehen wir hoch und runter mit der Zahnbürste? Richtig, wenn wir die Kaufläche putzen, gehen wir hoch und runter, hoch und runter. Hier sehen wir eine Spirale. Bei welcher Putztechnik putzen wir in Kreisen? Richtig, wenn wir die Außenflächen putzen. Hier sehen wir eine Zickzackbewegung. Bei welcher Putztechnik war nochmal die Zickzackbewegung? Richtig, wenn wir die Innenflächen putzen, machen wir eine Zickzackbewegung. Von Rot nach Weiß, vom Zahnfleisch zum Zahn. Ich habe euch noch ein weiteres Video auf YouTube rausgesucht. Da erklären zwei Kinder, wie die Zahncreme eure Zähne schützen kann. Sie machen dabei ein Experiment mit einem Ei und mit Essigsäure. Vielleicht hast du auch Lust, dieses Experiment einmal nachzumachen. Also, immer daran denken, putzt euch gut die Zähne. Nach der Kai-Methode 3 Minuten lang und möglichst 3-mal am Tag. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Tschüss!